Betrachtet man die Flugbahn eines Körpers, zum Beispiel eines Fußballs, so handelt es sich dabei um eine Kurve. Uns interessiert dabei beispielsweise der Ort, an dem der Ball wieder auf dem Boden landet. Aber schauen wir uns das etwas mathematischer an. Die Flugkurve eines Balls entspricht einer Parabel, also dem Graphen einer quadratischen Funktion. Wie man sieht, befindet sich in unserem Fall der Fußball an den Stellen x1 gleich 5 und x2 gleich 20 auf dem Boden. Diese Stellen, bei denen der Graph die x-Achse schneidet, nennt man Nullstellen. Rechnerisch ermittelt man sie, indem man die Funktion f von x gleich 0 setzt. Werfen wir jetzt einen Blick auf diese Berechnung. Für eine einfache Funktion der Form x² plus px plus q mit irgendwelchen Zahlenwerten für p und q lassen sich die Nullstellen recht einfach berechnen. Achtung! Einfach bedeutet hierbei, dass vor dem x² kein Vorfaktor stehen darf. Die Berechnung der Nullstellen erfolgt dann mit Hilfe der PQ-Formel. Fassen wir zusammen. Die Voraussetzung ist die Gleichung der Form x² plus px plus q gleich 0. Dann kann man mit Hilfe der PQ-Formel, die hier aufgeführt ist, die Nullstellen x1 und x2 berechnen. Es gilt x1 und x2 gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Am besten schaut man sich aber die Anwendung der Formel an einem Beispiel an. Nehmen wir die Gleichung x² minus 6x plus 8. Dann ist p gleich minus 6 und q gleich 8. Hierbei ist es ganz wichtig, dass man die Vorzeichen von p und q unbedingt berücksichtigt. Setzen wir p und q in die PQ-Formel ein. So erhält man minus minus 6 halbe plus minus Wurzel aus minus 6 halbe zum Quadrat minus 8. Vereinfachen wir zuerst die Brüche zu minus 3. So ergibt sich minus minus 3 plus minus Wurzel aus minus 3 zum Quadrat, minus 8. Weiter vereinfachen ergibt 3 plus minus Wurzel aus 9 minus 8 oder 3 plus minus Wurzel aus 1 oder am Ende 3 plus minus 1. Jetzt müssen wir vom Plus minus einmal das Plus berücksichtigen, um die erste Nullstelle zu erhalten. Es ist somit x1 gleich 3 plus 1 gleich 4. Und für die zweite Nullstelle gilt das Minus. x2 ist somit 3 minus 1, also 2. Um eine visuelle Merkhilfe für die etwas kompliziert aussehende PQ-Formel zu erhalten, schreiben wir 3 Minuszeichen. Damit es schön symmetrisch bleibt, kommt das Plus auf das mittlere Minus. Jetzt brauchen wir ein Synonym für das P. Am besten eine Pizza. Dann können wir uns für das erste P halbe, also eine halbe Pizza, denken. Die andere halbe Pizza schreiben wir dann unter die Wurzel. Die zweite halbe Pizza liegt aber im quadratischen Karton. Wir schreiben uns also noch das Quadrat an die Pizza. Minus Q und die PQ-Formel ist vollständig. Vielleicht hilft das Bild ja beim Einprägen. Und was macht man, wenn vor dem x² ein Vorfaktor steht? Nehmen wir einfach das Beispiel 2x² minus 12x plus 16 gleich 0. Da haben wir eine 2 als Vorfaktor vor dem x². Die Voraussetzung für die PQ-Formel ist somit nicht erfüllt. Aber kein Problem. Einfach die Gleichung durch den Vorfaktor teilen. Teilen wir hiermit somit alle Summanden durch 2, so erhalten wir x² minus 6x plus 8. Der Vorfaktor ist weg und wir haben wieder das P und das Q. Jetzt darf man die PQ-Formel nutzen. Oder man nutzt direkt die ABC-Formel. Die ist etwas allgemeiner. Aber dazu dann in einem anderen Video. Wenn du noch Lernhilfen als PDF-Dateien brauchst oder Übungsmaterialien, bei denen du auch deinen Lösungsweg kontrollieren kannst, dann schau doch mal auf www.schlauistwow.de vorbei.